Ist aber auch schön. Ne? Es ist nie ein Nachteil bei mir. Das ist immer etwas sehr, 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 sehr Gutes. Bam, Pick- und Bann-Phase. Andrew Griffiths gegen Alternate. Ja, bisschen coole Musik. Gibt's ja quasi auch in die Ohren. Und ja, wir beginnen mit dem ersten Spiel des heutigen Tages. Ihr werdet drei verschiedene sehen und ja, da freue ich mich natürlich drauf. Ne? Freude ist sehr, sehr wichtig. Wir haben gebannt Syndra, Xayah, Nasus? Wow. Ah, Maroxine hat, glaube ich, Nasus letzte Woche gezockt. Das war sehr witzig. Das war auch ein Triple Dorans Nasus, by the way, der das E gemaxt hat. Also E wie Wave Clear. Na, war relativ. War das eh? Nee, das ist W. Egal, auf jeden Fall sein AOE-Schissel. Ich glaube, das ist das W. W wie Wave Clear passt da natürlich ein kleines bisschen besser. Auf jeden Fall haben wir noch Zac gebannt. Kann man machen. Zac ist absolut deadly. Und auch die Elise, einer der stärkeren Jungler, zusammen mit Cannon, einer derjenigen, die auf der Toplane als Bully bezeichnet werden. Ashe, nun eingeloggt. Super flott. Kann man machen. Ich denke mal, es sind noch andere Optionen möglich. Man kann einen starken Jungler wegnehmen. Man hat aber auch die Möglichkeit, einen Supporter zu wählen. Und das ist jetzt interessant. Ashe ist einfach die beste Freundin von Lulu. Die synergieren sehr gut. Generell Late-Game-Carries synergieren sehr, sehr gut mit Lulu. Und hier hat man den Thresh vorgepickt, zusammen mit Gragas. Gragas hier ein bisschen flexibel gehalten. Scarface kann ihn Top-Lane zocken, man kann ihn aber auch in den Jungle packen, ist also ganz nice. Aber Thresh schon die Antwort, bevor man auf die Idee kommen sollte, Lulu zu picken. Weil Lulu ist immer noch strong im Late-Game, aber die Laning-Phase kann Thresh mit Dorans Schild und so weiter, also Dorans Schild im Sinne von, dass der ADC ihn hat und deswegen muss Thresh nicht so rumheulen. Na, kann da auf jeden Fall sehr, sehr gut mitarbeiten. Na, das ist wirklich sehr, sehr nice. Gerade wenn er sie hookt, ist sie tot. Ja, kann man machen. Lee Sin sofort einer der Antworten und wow, das ist ein blinder Vladimir. Holy shit. Das ist interessant. Es ist immer noch der ungenervte Dorans Schild. Das heißt, Vladimir profitiert von diesem Item einfach nur insane. Jannix jetzt eventuell mit dem Aurelion Sol dabei. Das ist natürlich auch eine interessante Variante. Oder mit dem Zed. Na, man weiß noch nicht, was man gegen Vladimir pickt, aber trotzdem weird, dass er so früh gezeigt wird. Varus dann auch dabei. Könnte Midlane Varus sein. Da ist ein bisschen Flexibilität da. Die Wahrscheinlichkeit ist aber trotzdem sehr, sehr gering. Und man hat mit Ashe und Varus zwei ADCs, die im Midgame und Early Game sehr gute Engages landen können mit ihren entsprechenden Ultimates. Also da eine lustige Antwort. Ne? Varus ist absolut solide. Ich finde, sein Late Game ist nicht so überragend. Ich finde, Ashe ist ein Stück weit besser. Aber mal schauen. Wir haben jetzt Anivia noch gebannt. Wow. Man muss ja daran denken, dass man jetzt schon den Vladimir sieht. Warum sollte man Anivia bannen? Außer es natürlich ist ein Flex-Vladimir und der soll auf der Toplane gefälligst gezockt werden. Das kann natürlich auch sein. Wo zum Beispiel der Jarvan ein Hinweis drauf ist, dass es ein Toplane-Vladimir sein könnte. Ja, wissen wir nicht. Einige werden wahrscheinlich auch fragen, Maxi, wieso verdeckst du die Summoner-Spells nicht? Früher haben wir das gemacht. Früher war aber auch bei der Pick-and-Bann-Phase kein Delay. Jetzt haben wir 3 Minuten Delay, deswegen könnt ihr die Beschwörer-Zauber sofort sehen, diesen Stream zu snipen. Von beiden Teams in Anführungszeichen. Hat überhaupt keinen Sinn, weil das Delay einfach da ist. Brand auch interessant. Haben wir heute in Korea beziehungsweise auf der Support-Position gesehen gegen Kam Kench. Ja, der prozentuale Schaden ist natürlich gegen Tanky-Supporter als auch Tanky-Tanks. Ja, sehr, sehr nützlich. Aber anscheinend ist hier NB155, ja, oder wie er heißt, sehr brandorientiert. Ja, warum denn auch nicht? Kann man machen. Kann man machen. Kasadin jetzt nun der Letzte. Aber was ist der Plan hinter den Anivia-Bann? Also ich meine, wenn das ein Vladimir Toplane wird, ja, muss er erstmal gegen Galio antreten jetzt anscheinend. Das ist wirklich ein Gragas Jungle. Man hat ihn so flexibel gehalten, wie es geht. Könnte auch ein Galio Midlane sein. Also unfassbar viel Flexibilität hier bei Alternate am Start. Das heißt, Andrew Griffins müssen ihre gesamte Komposition zeigen. Und wenn sie jetzt einen Midlaner präsentieren, der auch Toplane gezockt werden kann, dann wird es spannend, sagen wir es mal so. Aber aktuell ist sowohl Galio eine Antwort auf die Midlane-Situation und auf die Toplane-Situation. Es geht halt beides. Vladimir hat keinen Spaß gegen Galio, weil Galio kann gut pushen und hält MR-Technik gesehen viel aus, beziehungsweise skaliert damit. Coole Idee. Seltsam, dass offen gelassen wird und die Anivia immer noch verwirrend. Aber trotzdem eines Bans würdig, wenn man bedenkt, dass nun Orianna dabei ist. Es ist also ein Vladimir Toplane gegen eine Orianna Midlane und der Braum ist der Support. Tinky Supporter, wie gesagt, im Kommen.
aufgrund der Doran-Schild-Variante bei den ADCs. Den juckt der Poke einfach nicht mehr. Oder die juckt der Poke nicht mehr so sehr. Ist auch in Ordnung. Na, ist in Ordnung. Fiddle. Na, Alternate Fiddle nimmt jetzt nun den ADC. Aha. Das, also was heißt denn ADC? Sondern es ist ein ADC, der gegen Uri gestellt wird. Orianna wird ein bisschen von Lucian gecountert. Lucian ist eine sehr aggressive Variante. Muss bitte auch aggressiv gespielt werden. Ich hasse Lucians, die Dorans Schild gehen. Weil da kannst du auch gleich lassen. Dann kannst du es lassen. Ja, vielleicht ist aber auch Scarface da oben. Also in den letzten 20 Sekunden müssen sie tauschen. Im Prinzip geht beides. Lucian sehr gut gegen Orianna. Galio auch. Ja, und Galio auch gut gegen Taub. Aber ich glaube, ja genau. Ich glaube, sie tauschen das nochmal. Schöne Pick- und Mann-Phase auf jeden Fall. Alternate hat ein Team zusammengestellt, was auf jeden Fall CC zur Verfügung hat. Das hat Engages zur Verfügung. Und deshalb auch ja, Möglichkeiten zu gewinnen. Also ich finde, Alternate hat hier wirklich sehr, sehr gut reagiert. Andrew Griffins mit einem blinden Vladimir quasi Flexibilität gezeigt und nun auch eine Komposition, die auf jeden Fall Damage hat. Also ich glaube, Andrew Griffins hat deutlich mehr Schaden dabei als Alternate. Aber ja, im Late Game entscheiden nicht selten Tanks über das Geschehen. Und wir dürfen gespannt sein. Also ich muss ehrlich sagen, finde ich cool, was die beiden zusammengepickt haben. Super spannend, also bisher intelligent vorgegangen. Man kann ja natürlich nicht immer reagieren. Wie gesagt, so ein Vladimir muss, irgendjemand muss erstmal irgendeinen Pick hinrotzen. Ne? Und darauf kann dann reagiert werden, zumindest von den Solo Lanes aus betrachtet. Aber naja, läuft sehr, sehr gut. Wir machen die kurze Bumperino und dann ab ins Game. Und vor allem guten Tag, meine Damen und Herren. Ja, willkommen bei der ESL-Meisterschaft und wir sind hier ja, mittlerweile am zweiten Spieltag angekommen. Früher waren es quasi Cups, heute nicht. Heute spielt jeder einmal gegen jeden und es ist Andrew Griffins gegen Alternate Attacks mit der Windows-Leiste natürlich. Ja, hier natürlich der große Vorteil, Andrew Griffins haben es geschafft. Ja, haben es wirklich geschafft, in der letzten Woche ESG zu besiegen. Es war ein qualvolles Spiel, es ging wirklich sehr lang. Es war fehlerdurchtränkt, die letzte Woche war ohnehin wirklich... Ja, da waren ärgerliche Fehler dabei, gerade wenn es im Late Game ist, da kriegst du eine Meise. Da ist dein Spiel instant verloren. Und es ist Dorans Schild auf Lucian. Oh, das mag ich halt nicht. Ich finde, wenn du ein aggressiver Laner bist, der gepickt wurde, um die Ori durchzunudeln, na, dann musst du ihn einfach vernichten. Na. So, der Stuhl kommt geflogen, Scarface kommt aber weg. Hat immer noch die Möglichkeit, auf sein Q zu gehen. Also das ist wirklich kein Problem hier an der Stelle. Backport erfolgt. Und ja, ich habe mich bereits in der Pick-and-Ban-Phase dazu ausgelassen, wie ich die Komposition finde. Super solide auf beiden Seiten. Ich finde, es wurde schön reagiert. Ich denke aber, Alternate Attacks hat zwar die bessere Frontline. Ich denke, das ist nicht zu denyen. Das Witzige ist, die Frontline ist super stark, es fehlt ihnen aber an Damage. Lucian und Varus sind sehr seltsame Schadensquellen. Lucian muss irritierend nah ran und Varus hat natürlich einen guten Engage, skaliert aber super weird ins Late Game. Es ist immer die Frage, ob es irgendwie so eine Crit-Variante geht, dann ist das Scaling auf jeden Fall besser. Wir kennen aber viele On-Hit-Varus-Spieler und das ist so ein bisschen... es ist halt weird. Na? Aber mal gucken. Andrew Griffins auf der anderen Seite... gar nicht so bad. Oh, den letzten Auto, der kriegt er nicht durch. Haben super viel Damage zur Verfügung. Enorm viel Schaden. Hier fehlt es aber auf der Tankiness auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben sie ein sehr langsames Team. Ori braucht ewig. Ash braucht ewig. Und auch Vladimir ist im späteren Spielverlauf wirklich stark. Wo man natürlich sagen kann, das ist der Moment, wo Andrew Griffins sich vielleicht wohlfühlt. Also es gibt einfach Kompositionen, die sagen, Leute, wir chillen, wir haben einen Lee Sin, der... bringt uns quasi sauber ins Midgame und lässt unser Early-Game überstehen. Und dann, wenn es quasi auf die 30., 40. Minute drauf zugeht, sind sie jetzt super stark. Also dann wird Andrew Griffins richtig rasieren, weil das ist auch der Zeitpunkt, wo zum Beispiel ein Galio abfällt. So, der ist halt, er hat immer noch die CC, das ist seine Hauptaufgabe. Aber es ist jetzt nicht so, dass er so diesen 1,5-Item-Power-Spike hat, also ein Item plus 3 Dorans-Ringe. Na, diese Version ist super strong. Aber halt mehr dem Midgame oder am Midgame orientiert. Und danach fällt er ab. Also sobald er, das ist so witzig, ne? Sobald Galio anfängt, seine Dorans zu verkaufen, weil er richtige Items holt, wird er schwächer. Ja, super weird. Also er gewinnt an Tankiness, aber er verliert an Bedeutung diesen großen Szenario. Die Bedeutung wäre natürlich, oh,
Klar, also das ist halt ein Fight, den der Gragas nicht... Oh mein Gott, die Botlane, die schläft! Andrew Griffins leicht am Brennen. Der Stun kommt aber noch durch. Ich glaube, man flasht dafür, oder? Flasht er dafür oder nicht? Schöner Schild von Envy an der Stelle. Er hat immer noch seinen Beschwörerzauber. Nein, jetzt ist er down. Sehr, sehr schön. First Blood geht hier an Alternate. Die haben reagiert. Ich kann auch hier, by the way, den Chat ausmachen. Ja, wenn er so eingeblendet wird, ist es einfach nur unschön. Wenn ich ehrlich bin. Starker Hook. Und da kommt der nächste Kill. Da wollte man Sneaky backporten. Hat nicht ganz funktioniert. Andrew Griffins. Oh mein Gott. Und noch ein Execute. Eieieiei. So, Lexelot auf jeden Fall klug vorgegangen, was seinen Weg angeht. Aber ja. Ja, kein optimaler Start. Ja, wirklich kein optimaler Start. Aber mal sehen. Ja, mal sehen, wie das Ganze wird. Ist halt ärgerlich, ne? Wenn du Varus früh ein vampirisches Zepter gibst. Super, super viel Sustain und zur Verfügung. Auch ein Lucian hat sich natürlich an den Kills beteiligt. Was ebenfalls not bad ist. Dort Schilde, ey. Aber wieder 5 Stück im Game. Ja, sieht man ja sehr gerne. Ja. Aber Goldvorsprung ist da. Alternate Attacks hat natürlich die bessere Position. Das heißt, also sie werden auf jeden Fall eher als Favorit gehandelt als Andrew Griffins. Auch wenn die letzte Woche einen beeindruckenden Sieg mit sich gebracht hat. Und mit beeindruckend meint ihr unerwartet. Ja. Aber mal gucken. Double Dorans nun oben. Scarface ist sehr früh gegangen. Nicht die Triple-Variante abgewartet. Ja, man muss ja vorstellen, du hast halt als Triple Doran-Dude den großen Vorteil. Also er hätte jetzt Triple Dorans, wenn er nicht mit dem Schild gestartet hätte. Dass du für 800 Gold einfach Items kriegst, wo keiner so krassen Power-Spike von hat, okay? Hier sind die Base, hast nur 800 Gold. Alles ist schlecht, was du kaufst. Alles. Außer Double Dorans. Das ist halt wirklich kosteneffizienzmäßig gedacht. Absolut insane. Hier aber nicht ganz möglich. Ist aber okay. Ich denke, mit 2 Dorans hin kommt man auch klar. Der Wave, der leidet halt darunter. Na, so richtig poken kann man Vladimir ohnehin nicht. Also je mehr Level Vladimir bekommt, desto gestörter wird sein Sustain. Weil nicht nur, dass sein Q, Damage und Heal hochgeht, sondern es ist der Cooldown, der wichtig ist, okay? Der Q-Cooldown ist terrible. Transfusion, furchtbar. Von der Abklingzeit. Okay, das war ein Free-Kill. Oder zumindest ein Free-Heal. Gleich ebenfalls raus. Hook, not bad, aber nicht in Tower-Aggro. Eieiei, oder doch? Zack, da wird der nächste rangezogen. Viertel macht das hier mit dem Thrash echt not bad. Irgendwie sah der Tower ziemlich müde aus, aber da kam doch einiges an Schaden bei rum. Ziemlich gut gemacht. Wenn Ignite zur Verfügung gestanden hätte, hätte Viertel hier auf jeden Fall einen Kill geholt. Ah, Andrew Griffins muss ich da vorsehen. Und Thrash darf man nicht unterschätzen. Der kann schon Böller, ja, wenn er möchte. Ja, Lexelot nun von Farm her brutal abgeschlagen, muss man sagen. 26 zu 45 Farm. Ja, das ist schon sehr unangenehm. Es sind beides Melee-Supporter, was dazu führt, dass im Prinzip sich die ganze Sache ausgleicht. Aber ihr seht es, Hook sitzt, Schild sorgt natürlich für eine Schadensreduktion, aber es kommt halt trotzdem Schaden an. Ja, das ist halt... Es ist nicht angenehm, diesen Schild auszupacken. Ja, es ist kein alter Galio-Schild, ne? Falls sich noch jemand an den erinnern kann. Der Resistenzwerte gibt und bei Treffern dich heilt. Sehr witzig gewesen. Sehr, sehr witzig. Ja, Midlane. Gute Drucksituation. Also Jannix kann auf jeden Fall mit dem Lucian da arbeiten. Hat auch Ignite zur Verfügung. Er will so die Lane dominieren, weil Ignite ist später absolut useless. Im Vergleich zu einem Heal. Weil Heal gibt einfach mehr Utility und auch deutlich im Vergleich zu einem Exhaust oder Teleport. Ah, mal gucken. Mal gucken, was er da noch macht. Bisher hat er einen kleinen Farmvorsprung, kann auch sehr gut pushen. Uri braucht ein bisschen, ehe sie pushen kann. Und weil man hier so viel Druck aufgebaut hat, gibt es den Drake oben drauf. 2000 Gold. Bei Fliegen besiegen ist wirklich viel. Zack, hier kommt die Combo. Ist immer ärgerlich, dass man den Taunt nicht treffen kann. Das ist aber gar nicht so schlimm. Weil ihr müsst daran denken, wenn Vladimir seinen Pool aktiviert, passieren verschiedene Dinge. Er ist so in der Lage, dem Verspotten zu entgehen. Zack, da wird die Laterne genommen. Das ist etwas Feines. Ja, da kann man auf jeden Fall mit arbeiten. Er bezahlt aber mit seinem aktuellen Leben, was trotzdem Kosten sind. Okay, er bezahlt trotzdem mit seinem Leben. Eieiei. Deswegen ist das schon ein bisschen sehr unter Schmerzen. Aber das war zu erwarten. Ein Vladimir braucht sehr lange, ehe er diesen Sustain aufgebaut hat, um gegen Galio klarzukommen. Dauert nochmal. Ja, so ist es einfach. Naja, und der nächste Punkt ist, du hast halt immer noch die Schadensreduktion bei Galio, ne? Der macht sein Weh. Ist nicht nur dabei, dich zu verspotten, sondern hat halt deutlich weniger Schaden auf sich drauf. Das dem Vladimir Probleme bereitet.
Hat jetzt auf jeden Fall sein Zündjuwel dabei. Noch mehr Cooldown Reduction, noch einen kleinen Wälzer. Ja, aber der Druck ist halt immer noch da. Farm hat, der Farmabstand im Jungle ist größer. Top Lane ist schon ordentlich. Mid Lane wächst mit der Zeit. Und Bot Lane ist katastrophal. Also 25 mehr CS ist bezogen auf ADCs. Oder 20 nach dieser Wave. Übel viel. Okay, es ist ridiculous viel. Und das ist nicht gut. Weil jetzt sehen wir schon, kommt der gute Varus zurück. Hat sein Entermesser dabei. Sein Cutlass. Super stark. Okay, müssen wir daran denken, dass ein Item ist, was erstens ein Spell darstellt, der Schaden anrichtet und noch slowed. Na, und gerade jetzt sind halt, ich glaube, das macht 100 Damage. Also am Anfang 100 Damage? Ja, 100 Magic Damage. Ist super viel. Ist super viel am Anfang, wenn man gerade mal Level 5 ist, na, und 900 Leben hat. Und 36 mehr. Wobei, der hat witzigerweise mehr als Armor. Das sieht man auch sehr. Aber kann man machen. Kann man machen, Leute. Aber nicht zu unterschätzen. Ne? Das sind manchmal genau diese 100 Schaden, die dir fehlen, um den Kill zu erzielen. Deshalb ein guter Power Spike. Aber man sieht schon, Lexelot antwortet darauf. Hat sein eigenes Entermesser mit dabei. Trotzdem deutlich weniger Attack Speed. Rekursivbogen. Da doch eine schöne Investition. So. Ah, da sieht man es. Jetzt ist langsam Sustain im Haus. Und Vladimir kann hier sich deutlich stabilisieren. Vom Farm her aber sollte Scarface sauber vorgehen. Erstmal nicht aufholen, rein mathematisch betrachtet. Also noch nicht aufholen. Oh, das war ein guter Dodge. Na, manchmal muss man dem Q entgegenlaufen, um den Schaden zu verhindern. Eieiei. Oh, der Poke von Varus ist auf jeden Fall not bad. Ragas ist zur Stelle. Weiß nicht, ob man da den Dive wagen möchte. Zack, CC-Chain ist da. Jungler ebenfalls zur Stelle. Braum vielleicht nicht das beste Ziel. Flash davon ist leicht am Brennen. Verbrennt ja auch an der Stelle. Lexelot, zack, ebenfalls abgerissen. Frantic konnte richtig gut abschätzen, wie lange er da noch lebt. Also da auf jeden Fall well played. Jetzt kommt aber Lucian dazu. Er wird also die Situation absichern. Das heißt, Uri kann hier keine super mega Shockwave landen, um alle zu zerstören. Wobei, das war schon super close. Gutes Movement. Also Jennix muss da runter rotieren. Er hat sich natürlich nicht beteiligt, aber es ist wichtig, dass man der Orianna den Weg abschneidet. Weil im direkten 1 gegen 1 hat Ori keinen Stich. Nicht mit den Items gegen einen Lucian. Alleine schon dieser Lifesteal-Faktor ist halt super strong in diesen langgezogenen Fights, die eigentlich Ori sucht, aber ihr es jetzt am Anfang halt massiv an Burst fehlt. Ja, ADCs hassen ja Burst. So langsam Schaden können sie im Late-Game sehr gut verkraften, weil sie sich halt meistens selbst hochheilen. Gerade wenn jeder quasi Blade of Ruin King holt. Trotzdem, 4000 Gold Vorsprung, können wir nicht denyen, es ist erst die 11. Minute. Man überwiegt in Kills, man hat Turret First Blood, man hat einen Mountain Drake und man hat im Prinzip auf jeder Lane mehr Farm. Plus, jetzt die Möglichkeit als Erster den Swap durchzuführen, wo man sagen muss, Vladimir hält lange durch. Eieieiei, niedermähen. Oh, der Flash! Bringt nichts, den Braum war zur Stelle. Gehealt wurde ebenfalls noch. War close. Ja, da hat wirklich nur ein einziger Autotech gefehlt. Aber den hat Braum hier wunderbar abgefangen. Ich persönlich bin sehr glücklich aber, dass der Lucian hier auf aggressive Art und Weise gespielt wird. Also dazu ist er quasi da. Er soll eine Ori, die Laning Phase, möglichst schwer machen, damit ihr Scaling verzögert wird. Sie einfach langsamer, da ihren maximalen Effektivitätsgrad erreicht. Und Lucian mit dem ersten Item und vor allem mit dem hohen Level von der Midlane aus spiken kann. Aber man sieht es, Lucian Level 10, Varus Level 7. Das ist der Unterschied zwischen Solo-Lane und Duo-Lane. Ne? Ist halt, oh, schöner Hook. Guck mal, ordentlich viel Free-Damage. Auch ein Varus kein schlechter Pick gegen Vladimir. Ne, diese Heal-Reduktion ist da wirklich äußerst nützlich. Brennick nun auch zur Stelle. Botlane wird uns weit unter Druck gesetzt. Ja, Alternate sieht ja wirklich gut aus. Na, hier aber nochmal der Reminder, Leute. Sollte das jetzt ein kurzes Game werden, heißt das trotzdem, dass wir 20.30 Uhr das nächste Spiel sehen. Na, das sind feste Termine. Frag mich nicht, warum das nicht reduziert wird. Aber so ist es. 20.30 Uhr das nächste Game. Fest gesetzt, wie in Korea. Ja. Zack.
Wave gecleared. Dafür sind Ori natürlich sehr gut da. Hat bald ihr Morellos fertig. Oh, da kam Arrow, glaube ich, geflogen über die halbe Karte. Hat aber sein Ziel nicht getroffen. Kraft gemacht. Ah, Scarface mit einem kleinen Nachteil. Er hat keine Ninja-Tabbies. Und hat natürlich seinen Weg immer noch Richtung Vladimir eingeschlagen. Aber man sieht es. Er ist der Tank. Und damit, ja, wird hier einfach das Team immer totgefoltert. Jannix jetzt mittlerweile down. Oh, der kommt sogar noch dazu. Das ist vielleicht sogar ärgerlich für Scarface hier an der Stelle. Ja, der ist tot. Ah, das ist bitter. Man kann die Ultimate nicht abbrechen. Schöne Reaktion. Vladimir jetzt ebenfalls dabei, sich um den Wahr. Oh, die Wall! Die hat immer noch gehittet. Das ist ärgerlich. Ich dachte, der poolt da drunter, aber er kam wieder hoch in der Mauer. Die macht richtig viel Schaden. Ja. Und somit ist er dann aufgeplatzt. 2-6. Also ein paar Kills konnte man sich gönnen für den einerseits schlecht ausgestatteten Scarface. Gegen Normal Damage hatte nur mal wenig zu bieten. Und auch Jannix hat sich da so ein kleines bisschen treten lassen. Ja, Lee Sin sofort zur Stelle. Trotzdem bezogen auf die Goldverteilung sieht das für Alternate Attack sehr gut aus. Ja, es sieht gut aus, Leute. Es ist Schaden im Haus. Und vor allen Dingen auch jede Menge Gold. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Also meine Vermutung wäre, sollte das Spiel in die 40. Minute gehen, gerade wenn man jetzt so die Goldabstände bedenkt, dann hat Andrew Griffins auf jeden Fall bessere Karten. Jetzt sieht es aber so wahrscheinlichkeitstechnisch eher 30% zu 70% aus. Also Alternate Attacks auf einem guten Weg. Haben jetzt schöne, einfache Power Spikes mit dem Blade of Druid King, was in der Mitte natürlich auch bald fertiggestellt sein wird. Also auch natürlich entsprechend sehr nützlich. Seit der Level 11, ja. Lucian da mit sehr viel Schaden gesegnet. Midlane gerade mal Morellos fertig. Und wenn man den Vergleich wagt zwischen Morellos und Blade, das sind Utility-Unterschiede, die könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist halt huge, okay? Ist wirklich ein sehr großer Unterschied. Aber man muss dann auch daran denken, dass der Lucian, wie gesagt, sich für das Ignite entschieden hat und dieses abfällt und er ja technisch gesehen immer noch ein ADC ist, der keinen Heal zur Verfügung hat. Ja, und hier, wie gesagt, in vielen Situationen äußerst, äußerst nützlich. Bezogen auf die Item-Builds haben wir jetzt auch von Scarface den Adaptive Helm. Das ist ein Item, was in Korea einfach gesucht wird. Ja, bauen wirklich sehr, sehr viele. Aber mit bestimmten oder auf bewusste Gegner abzielend. Ah, hier wird das Warp Battle eröffnet. Jeder Control Ward wird hier mit dem Leben verteidigt. Kann man verstehen. Adaptive Helm hier gegen Ori sehr super geil. Oris Q, Schaden und auch ihre Auto-Attacks. Also das Q hat sehr geringen Cooldown, deswegen nützt das Item was. Gegen die Auto-Attacks ist man auf jeden Fall gesichert. Aber Vladimir Q ist auch sehr gering. Ey, das Fass kann... Oh mein Gott, der Schaden reicht halt aus. Braucht ein bisschen zu spät. Da hätte man sofort hinflashen müssen. Der Base-Damage ist da schon not bad. Oh, da brennt jemand nieder. Main zack, der ist down. Aber mit dem Ignite hat er nicht gerechnet. Das ist ärgerlich. Vladimir hätte deutlich besser darauf reagieren können. Das sind so die einfachen Kills, die man hier gerade einfach abgibt. Nicht angenehm für Andrew Griffiths an der Stelle. Also so wird das mit dem zweiten Sieg wahrscheinlich nichts. Zack, Gragas ist ein bisschen sehr müde, aber Laterne ist da. Also das Team sichert da die Teammates ein kleines bisschen ab, wenn sie übertreiben sollten. Oh, und Botlane, das ist natürlich auch praktisch. Ne? Du hast halt einen Midlaner, der im Prinzip ein ADC ist und damit natürlich das Turret-Pushen absolut godlike. Ne? Geht super schnell. Er wird jetzt wahrscheinlich sein Leben dafür geopfert. Oh, schöne Sidesteps. Das war gut. Das könnte er jetzt vielleicht sogar schaffen. TP ist raus. Ja, das war's. TP gegen Exhaust quasi getauscht. Ist, denke ich, in Ordnung. Für die globale Rotation unangenehm, aber wir haben ja keinen Gleichstand. Bei dem Gleichstand wäre das jetzt so, meh, der Austausch. Aber weil man so weit vorne ist, ist der TP-Verlust keine Tragödie. Ja, man kann es absolut verkraften. Jetzt kommt hier der nächste Drake. 7000 Gold Vorsprung in der 17 Minute. Das ist so ein K.O.-Vorsprung, sage ich mal. Sehr, sehr, sehr unschön für die Andrew Griffins hier an der Stelle. Und die nächsten Items lassen nicht lange auf sich warten. Das heißt, wir haben jetzt den Hurricane fertig für Varus. Farm bezogen auf Jannix auch komplett gleich. Na, da nehmen sie sich beide nichts. Machen einen sehr guten Job. Und es wird, ja, es wird auf jeden Fall ordentlich Crit und ein Take-Speed bei Jannix. Bin gespannt, wie er itemtechnisch weitergeht. Wie
gesagt, zwei ADCs lassen sich in der Teamkomposition auf jeden Fall spielen. Gerade wenn viele Tanks dabei sind, die eine gute Frontline bilden, das brauchen sie einfach. Aber ich denke, wie gesagt, 40. Minute, das ist so der Grenzwert, wo man aufpassen muss. Endo Griffins hat auf jeden Fall jetzt sehr schlechte Karten, aber sollten sie die 40. erreichen und zwei, drei Items haben, dann wird das auf jeden Fall not bad. Hier sieht man das Schadenspotenzial. Niedermähen, ah, nicht ganz. Nicht ganz perfekt. Hat jetzt auf jeden Fall wenig getroffen. Hätte sich weiter südlich aufhalten können. Starkes Fass. Das war not bad. Denn jetzt kommt die Kavallerie und die Chain of Corruption. Die muss sitzen. Vladimir. Oh mein Gott. Das war gut. Aber auch schöner Kiki an der Stelle. Flash wird nochmal ausgepackt. Laterne aggressiv verwendet. Das sieht man selten. Und das ganze Team kollapst nun einfach eiskalt auf die Griffins. Die können sich da wenig wehren. Werden komplett zerfetzt. Schön gemacht. Ganz, ganz starkes Ding von Varus hier an der Stelle. Also MTS da aus 1000 Kilometern quasi blind die Chain of Corruption da getroffen. Und dann kommt Thrash und Gefolge und erledigen den Rest. Sehr, sehr gut gemacht. Absolut well played. Baron wird natürlich nicht angegangen. Noch nicht da, aber stattdessen der Herald. Und das ist eigentlich nice. Herald so in der 19. Minute machen. Wo natürlich der Turret-Schaden trotzdem ein gern gesehener Gast ist. Funktioniert das. Ja? Funktioniert. Er ist wunderbar. Ah, ich sehe gerade, das ist gar nicht der Adaptive Herr. Siehst du, Leute? Das ist das Problem an dem 3-Minuten-Delay, Leute. Ich sehe es erst jetzt. Ja, es ist die Maske. Ist not bad. In dem Team auf jeden Fall spielbar. Es gibt ja, wie gesagt, alle möglichen Resistenzwerte. Und also die er ohnehin benötigt. 10% Bonus-Damage. Ist für ihn und Gragas auf jeden Fall nice. Ich denke, darüber müssen wir nicht nachdenken. Ich überlege gerade, dass sogar noch Varus ein bisschen davon verstärkt wird, weil er ja auch On-Hit-Schaden hat und seine Passive Magic Damage macht, also die B-Passive. Entschuldigung, die beiden Items sehen sich erstaunlich ähnlich. Ich hab nicht näher hingeguckt. Aber bin froh, dass Scarface sich dafür entschieden hat. Ein bisschen Mask, deutlich einfacher zu verargumentieren als Adaptive Herb. Deutlich einfacher. Zweiten Power Spike nun aber da, bei den wichtigen Charakteren. 2,5 sogar bei Varus. Und Alternate, ja, mit dem 10.000 Gold Vorsprung, könnte jetzt den Baron-Tanz wagen. Und ich würde sogar einschätzen, dass es ein kurzer ist, denn man muss schnell reagieren. Denn Botlane wurde der Herald beschworen. Hier macht man jetzt den Baron und es ist quasi lose-lose. Man sieht es schon an Drazard. Er ist Bot, er ist AFK, jetzt bewegt er sich endlich. Na, er muss den Herald abfangen und wenn jemand den Herald abfangen muss, dann bleibt nur noch einer zum Stealen. Das ist Drazard hier an der Stelle. Drazard sagt schon, das ist hier Check. Zack, wird aber einfach kaputt. Oh mein Gott, das ist halt wirklich Mobbing. Na, kaputt CC'd. Nur Varus war der Einzige, der noch gegen die Baron Auto-Attacks antreten musste. Aber es gibt einen Kill oben drauf, außer es kommt eine Magic Q. Oh, die Ult sogar. Interessante Version. Smite ist aber da. Schön gemacht. 12.000 Gold Vorsprung. Alternate Attacks. Zerstört hier einfach mal das Team komplett. Und das, ja, das gibt es auch manchmal. Zack, hier sehen wir schon, Maroxin will da weg. Schön auf jeden Fall die Shockwave zum Zone benutzt, aber auch gut reagiert von Genex. Hat sich da nicht treffen lassen. Lexlord, ja, der ist, oh, schönes Flash nochmal. Jeder hat hier auf jeden Fall richtig Bock, die KDA zu verbessern. Viertel da mit einer guten Aktion. Thrash hier wunderbar eingebracht. Und ich denke, ja, dieser Buff, der wird auf jeden Fall zügig zum Ende führen. Man tankt jetzt. Das ist immer ärgerlich an den Kanonen-Minion. Es kommt nicht nah genug ran, um den Debuff draufzukriegen auf den Turm. Na, Türme werden ja schwächer, wenn Minions da sind. Aber hier sind sie quasi nicht da. Das Kanonen-Minion out of range. Smite ist jetzt raus. Jetzt aber der Turm deutlich geschwächt. Den kann man jetzt hier ohne Probleme angreifen. Wird jetzt auch, denke ich, relativ zügig fallen. Und Alternate Attack somit den ersten Sieg garantieren können für sich selbst. Na, was natürlich auch not bad ist, beziehungsweise tabellentechnisch betrachtet, wäre es sogar der zweite Sieg insgesamt. Ja, damit sogar Tabellenführung, wenn sie das Spiel jetzt hier erfolgreich beenden sollen. Denn die Hoffnung ist noch nicht verloren. Das ist jetzt nur der Midlane-Inhib. Kann man verkraften. Ist nicht überragend. Ist nervig, aber ist nicht überragend. Deswegen ist es absolut okay. Ja. Aber hier zurückzukommen ist halt super schwer. Es ist halt wirklich unfassbar schwierig, wenn der Gegner so gefeedet ist. 3-Item-Power-Spike. Nun bei Genex. Hat jetzt hier neben dem Phantom Dance auch noch einen Black Cleaver fertig. Der Black Cleaver ist super nützlich für Varus an der Stelle. Der kann auf jeden Fall von der Rüstungsreduzierung gut Gebrauch machen. Hat jetzt, glaube ich, auch seinen Morph Mammothius bald fertig.
Ich denke, mit dem nächsten Backport wird es funktionieren, sonst würde er da nicht die Raptoren machen. Und ja, wenn das Ding fertig ist, ist es für dieses Team jetzt zu dem aktuellen Zeitpunkt unmöglich, ihn zu vernichten. Also Wladimir hat keine Penetration quasi, hat sehr schöne Utility-lastige Items. Und auch Drazard zwar mit dem Void Stuff dabei, um den Mauch-Modus zu durchdringen, allerdings keine IP-Werte. Also die IP-Werte sind halt wirklich relativ gering. Deswegen ist Bedrohung auch klein. Selbst bei einer Wombo-Kombo und das gegen zwei ADCs. Oha. Oh, das war ein guter Dash. Das hat man geahnt. Und er ist der Erste sofort down. Das war übrigens die Frontline mit dem Lee Sin gerade. Schilde sind zur Verfügung. 1:1 bisher getauscht, aber man sieht es, dieses Team schlägt langsam zurück. Zack, da ist der Nächste. Top-Laner ist gefallen. Minions pushen von oben, von unten, von der Mitte. Ja, von allen Seiten wird man hier penetriert, was die Basis angeht. Oha, da kommt der Gragas mit dem Flash dazu, konnte aber das Teammitglied nicht reinwerfen. Somit gute Reaktion von Drazard an der Stelle. Innen wird trotzdem fallen. Jetzt wird man, denke ich, die Super-Vasallen aus der Midlane noch reinnehmen. Ich denke, die bringen auf jeden Fall einen guten Nutzen mit. Turm wird anvisiert werden. Zack, da kommt nochmal der Engage von Scarface. Brauchen wir ein bisschen zu tanky. Den kann man nicht so einfach vernichten. Lee Sin, oh, der ist so squishy. Der hat einfach gar nichts aus. Gen-X, oh, der muss auto-tanken. Für den hier. Hat aber nicht durchgebracht. Ja, Ben kann man es noch nicht. Türme stehen ebenfalls noch. Also wir werden hier noch weitere 5 Minuten zusehen müssen, wie Andrew Griffins entweder das Game verteidigt oder diese Basis noch verteidigt und das Spiel noch rumdrehen möchte. Oder wir einfach nur sehen, dass der Baro sein Item hat. Und nun bei dem nächsten Fight deutlich, deutlich besser dasteht. War nämlich, glaube ich, nicht nochmal einkaufen. Also der Hextrinker, also der Mauchmann-Modus ist zwar auf cooler, das liegt aber, glaube ich, am Hextrinker. Weil der Hextrinker geprockt ist, ist der Mauchmann-Modus, auch wenn man ihn neu kauft, immer noch auf cooldown. Das ist übrigens bei Redemption auch so. Na, du kannst ja theoretisch... Redemption kann man ja einsetzen, wenn man tot ist, stimmt's? Ja, es geht ja trotzdem. Aber es geht nicht, wenn du quasi ein Teil-Item davon hast, bist gestorben, kannst ja, wenn du tot bist, einkaufen, kaufst also Redemption. Ja, und versuchst es dann von deiner Leiche aus zu benutzen, das geht nicht. Bei dem Kauf ist es dann auf Cooldown so lange, also der Cooldown hält so lange, wie du quasi tot bist. Ja, daran hat Riot gedacht. Aber die Ari-Charms funktionieren in die falsche Richtung, ne? Das sind sehr, sehr lustige Dinge, die aber, glaube ich, mit dem neuesten Patch gefixt sind. Oder gefixt sein soll, sagen wir es mal so. Sagen wir es mal so. 4:17, na, die Statistik spricht auf jeden Fall für sich. 8 Turrets wurden ebenfalls destroyed. 3 Drachen, also absolut sauberes Ergebnis bisher. Und nun ist, denke ich, der letzte Schwung Richtung Basis ja, dabei durchgeführt zu werden. Dusche noch nicht mit zur Stelle. Der Wave Day ist halt da, man sieht es. Furi kann das auch mit 2 Items. Will hier anscheinend noch einen Void Stuff holen. Oder sind Rabadons. Ah, die Wahrscheinlichkeit ist eher Richtung Rabadons, aber es wird noch 2000 Jahre dauern, ehe das passiert. Die Geduld. Oha, Arrow geht durch. Zack, schönes Fass. Sofort in den Taunt hinein. Der Braum, der hält so viel aus, ey. Der ist auf jeden Fall dafür zuständig, dass die Leute länger überleben. Hemo Plague ist auf dem armen Varus, aber der Mauf-Mamodus hält ihn halt immer noch am Leben. Holy moly, ja. Der Schild ist komplett von der Hemo Plague verschluckt worden. Beziehungsweise umgekehrt. Und da gibt es einen, der Backdoor, Leute. Es ist Captain Backdoor Gen-X. Der hat sich gedacht, Leute, kein Bock mehr zu Teamfighten. Ja, das hätten sie ja zu viert gerade gewonnen. Und die haben den gewonnen, den Teamfight. Und es ist Schluss. Ja, sehr, sehr schön. Alternate Attacks holt hier ganz, ganz geschmeidig den ersten Sieg. Und dieser Sieg hat natürlich Folgen, meine Freunde. Ihr müsst jetzt warten. Na, nächstes Spiel geht erst, ja, in einer Dreiviertelstunde los. Ja, ist sehr, sehr schön. Ich skippe mal hier die Stats. Ah, es geht gar nicht. Reagiert aber nicht. Ist egal, ist der Client, so kennen wir es. Wir machen jetzt eine kurze Pause, würde ich sagen. Ist aber eine Lüge, ist eine sehr lange Pause. Das heißt, ihr kriegt ein kleines bisschen Werbung um die Ohren. Dann gibt es eine feste Pause. Dann sehen wir ein cooles Interview und dann seht ihr mich. Ja, good luck, have fun. Bis dann. Ja, kommt rein. Da
das ist es. Die Küche selbst gebaut.